Erstens, weil wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben. Individuelle Qualität war vorhanden. Und zweitens, dass die Mannschaft sich unglaublich schnell und gut zusammengefunden hat. Die waren bereit, füreinander zu kämpfen. Und das hat man am Ende gesehen. Und das war dann der kleine Unterschied mit Schwerin dieses Jahr. Das ist eine Herausforderung, aber die macht mir unglaublich viel Spaß, so eine neue Mannschaft zusammenstellen. Wir wussten das im Vorfeld, dass ein paar die Karriere beenden, ein paar weggehen oder wir auch ein paar neue Ideen haben. Das ist üblich im Volleyball. Ja, wir freuen uns und wir sind auch schon wieder sehr, sehr weit für die kommende Saison. Das ist unser Ziel, zu versuchen, jede Position noch ein bisschen zu verbessern. Nicht leicht, weil es sind auch sehr gute Spielerinnen weggegangen. Wir sind zu 90% fertig. Da fehlen noch zwei Unterschriften. Wir haben eine gute Truppe zusammengestellt, die definitiv wieder in der Top mitspielen kann, wenn sie sich natürlich gut zusammenfinden. Also einen Titel holen in Deutschland ist sehr, sehr schwer. Man hat da ein paar Konkurrenten, die genauso gerne einen Titel gewinnen wollen. Und ja, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie schwierig das ist. Aber wir werden definitiv wieder angreifen und es ist wieder Ziel, ja, um den Titel zu streiten. Nee, es ist ja so bewusst von uns entschieden, dass er das machen sollte, weil auch er noch mehr lernen kann und zur internationalen Erfahrung ist sehr wichtig. Und er ist ein junger Trainer, er sollte das auch machen. Und wir hoffen natürlich, dass er da noch ein paar Sachen dazu lernt und es uns noch weiterbringt. Und er ist natürlich schon ein sehr guter Trainer. Die soll er wegstecken. Die Verantwortlichkeit liegt bei ihm. Er sagt, das zu können, und wir geben ihm die Chance und werden nächstes Jahr sehen, wie das auspackt.